Moin Moin und hallo zu einem neuen Spinnen spielt. Let's Play Limbo. Vielleicht haben sich einige auch gekauft, als es bei Steam vor ein paar Tagen günstig zu haben war. Ich habe jedenfalls die Situation genutzt und mir endlich mal Limbo angeschafft, denn ich habe schon eine Zeit lang damit mit dem Gedanken gespielt, nachdem ich schon ein paar Videos von dem Spiel gesehen habe. Ich habe mir noch keine kompletten Let's Plays angeguckt, immer nur so die ersten 10 Minuten. Das heißt, dass ich im Prinzip schon weiß, was in den ersten 10 Minuten passiert. Es wird dann aber nach den ersten 10 Minuten ein blindes Let's Play werden. Und ich werde wahrscheinlich an den Rätseln verzweifeln. Die meisten sowieso wissen, ist Limbo ein Indie-Game, ist auch schon etwas älter. Also was heißt älter? Also ich glaube vom letzten Jahr. Habe ich jetzt gerade nicht ganz im Kopf. Wie immer, vorher nicht recherchiert. Tut mir leid. Und ja, ich finde diese Atmosphäre gerade schon extrem krass. Okay, laufen. Den Pfeiltasten. Wir spielen also diesen kleinen Jungen, der, soweit ich weiß, seine Schwester sucht in dieser zwietrichtigen Welt. Limbo bedeutet ja auch... Oh, da leuchtet was. Oh, falsche Richtung. Okay, gehen wir in die andere Richtung. Limbo bedeutet, glaube ich, soweit ich weiß, irgendwas wie Hölle. Ja, sehr einladend. In diesem Wald werden uns wahrscheinlich viele Gefahren begegnen. Komische Viecher, überall Fallen, die uns umbringen wollen. Und ich weiß immer nicht genau, ob das jetzt eigentlich Gras ist. Das stachelige Zeug. Oder ob das wirklich Stacheln sind, die uns gleich aufspießen. Oh. So wie die Dinger da in der Grube. Sehr nett. Okay. Ach ja, mit Steuerung können wir interagieren. Dann ziehen wir das mal raus. Ah, hoch. Hoch. Und ja. Wie man von meinen allerersten Videos vielleicht weiß, bin ich ja in Jump and Run plus Rätsel nicht so super gut. Okay, ist das hier irgendwie... Muss ich hier runter oder kann ich hier so Jump-mäßig... Ja, tatsächlich. Oh Mann, diese Höhle ist wirklich überhaupt nicht einladend. Es ist echt eine unglaubliche Atmosphäre. Man möchte eigentlich überhaupt nichts erzählen. Weil das so stimmig ist. Gehen wir mal ans Heck von diesem Schiff. Man hört auch wirklich nur den Wind. Also ganz paar Nebengeräusche. Ist das sein soll ein Vogel oder so?
gehen wir erstmal an Land. Keinerlei Musik oder sonst irgendwas. Vielleicht daran hochklettern? Na komm, kleiner Mann. Hüpf. Das klappt ja bisher noch alles ganz gut. Dass so weitergeht, ich bezweifle es ein bisschen. Okay, da liegt jetzt was. Ziehen wir das mal auseinander. Hüpf. Hüpf. So eine Bärenfalle möchte man ja nicht unbedingt sterben. Also das Spiel versucht auch wirklich die ganze Zeit uns umzubringen. Lecker? Fragezeichen. Ah, okay. Kleiner Mann kann auch nicht schwimmen oder sowas. Ja. So ein bisschen, ich glaube, ich nenne ihn Hänsel. Es erinnert mich so ein bisschen an ein modernes Hänsel und Gretel. Oh, hier ist aber unfreundlich. Nur irgendwie ohne böse Hexe, sondern mit allem möglichen anderen Kram. Da. Paar Indiana Jones Elementen. Oh Mann. Gut, das wusste ich noch, dass das passiert. Muss ich ja zugeben an der Stelle. Echt ein riesiger Wald hier. Da hoch? Wir sind zu klein. Können wir den mitnehmen? Vielleicht? Vielleicht sind wir dann ja groß genug. Und tatsächlich. Kommen wir da bis darüber? Schauen wir mal. Schwing dich, Hänsel, Tarzan. Na bitte. Oh. Hab mich gerade, ob wir hier wirklich lang müssen. Okay. Oh, cool. Komm noch höher. Nein, was machst du denn? Springt der ganz verrückt von alleine? Nee. Genau. Und, zack. Genau. So, brauchen wir das, die Kiste vielleicht noch? Nehmen wir mal lieber mit. Nein, jetzt können wir mit dem. Können wir hier mit jetzt schwimmen? Eine Seefahrt, die ist kurzweilig. Und. Oh Gott, oh Gott! Oh ja, hat er geschafft.
Oh. Oh. Jetzt wird's richtig ungemütlich. Okay. Oh ja, genau. Boah. Ich bin ja kein Spinnenfan, ne? Die finde ich wirklich widerlich. Hallo. Ah, okay. Itzi bitzi Spider. Okay, warte, warte, so rum ist das ein bisschen dumm. Hallo. Hallo, du lieber Fuß. Ach, komm. Minimalistenpixel. Dieser Ton. Ein Bein weniger. Ich habe ja kein Mitleid mit dem Viech, ne? Nochmal. Wow. Der ist jetzt aber schon ziemlich sauer, würde ich sagen. Na, kommt schon. Ah, du hast sie kaputt gemacht. Okay. Aus 8 Beinen wurde mal eben 5 Beinen. Wie kann man denn als Kind nur in so komische, dunkle Höhlen gehen? Oh, gar nicht gut. Oh, gar nicht gut. Hier wohnt bestimmt 5 Bein. Oh, geh schneller. Komm schon. Komm schon. Nein! Nein, los! Lauf, 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 lauf! 5 Bein kommt zurück! Da oben bewegt sich auch schon sowas Ekliges. Ah, oh mein Gott, ist das eine widerliche Spinne. Ist das eine widerliche Spinne? Oh Gott. Das Einzige, was man hört, ist sein Herzschlag. Widerlich. Lass mich. Können noch zappeln. Wir können noch. Ha! Kann auch. Jump. Jump. Das sind nicht mal Fast Food. Fast Food im negativen Sinne. Für denjenigen, der es essen wollte. Oh Gott. Lauf, bevor das Viech wiederkommt. Nein! Oh, verdammt. War jetzt unser erster Tod und es war nicht so geplant. Dankeschön. Jump. Schneller. Jump. Oh, oh, spring. Das sind jetzt hier. Ah, oh, okay, okay. Moment, Moment. Baumstamm, Baumstamm. Das war knapp. Oh. Oh. Okay. Roll dich. Roll dich.
Roll die schneller. Oh mein Gott, da kommt Fünfbein wieder. Oh mein Gott, roll schneller. Ich bitte dich, roll schneller. Wenn du nicht gefressen werden willst, roll schneller. Okay, das reicht. Oh, das reicht doch nicht. Ha! Wir waren etwas voreilig. Oh Gott. Jump. Gott, das hat echt was Bedrückendes. Das ist der Ton auch wirklich nur so minimalistisch gehalten. Oh, da kommt sie schon wieder. Geh mit deinen letzten fünf Beinen weg. Ich sag dir das, sonst schnibbel ich dir den noch ab. Oh Gott. Sind wir jetzt angekommen? Darf ich jetzt? Komm schon. Puh. Bam, das tat bestimmt weh. Unser armer Hänsel. Lauf, Hänsel. Die wollen dir alle nur was Böses. Oh, hallo. Oh. Oh, fuck. Oh, ist das bitter. Wer hängt denn hier? Oh. Ja, ich sehe die Falle. So doof bin ich dann auch wieder nicht. Sagte sie in der ersten Episode. Hm. Aus wie Bäume? Ganz viele Bäume? Kann ich überhaupt so weit springen? Ja. Scheinbar. Oh, oh. Okay, wenn ich jetzt den Ast kaputt mache, kommt bestimmt der Baum mit den spitzen Dingern mal auf mich zu. Ja. Genau. Oh, oh. Ey. Alles muss ja auch Schrott gehen, oder? Also. Es ist nicht so, als wenn irgendwas nett zu mir wäre. Oh Gott. Oh Gott. Na. Ja, verarschen kann ich mich selber. Bleib da! Bleib da! Bringt mir das noch irgendwas? Kann ich das kaputt machen irgendwie? Oh, das ist jetzt nur Spielkram. Der Sturm oder was das da im Hintergrund sein soll, das wäre nur an Zauntüren, wird immer heftiger. Irgendwas gehört. Oh, okay. Ein brennender Reifen. Lauf. Spring. Nee, ist klar. Jetzt brennt hier alles, oder wie? Alter. Mal auf, Sachen nach mir zu werfen. Ihr Penner. Wieso wollen die mich alle umbringen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts getan. Hängt schon wieder einer. Ist ja voll fies. Ja, ich glaube, das ist, ein
gutes Schlussbild sozusagen, um die erste Folge zu beenden. Nämlich ab hier weiß ich nämlich auch gar nicht mehr, wie es weitergeht. Das heißt, ab der zweiten Folge wird das jetzt wirklich komplett Limbo-blind werden. Also bleibt dran. Bis zur nächsten Folge. Und macht's gut.